So, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Relegationsrückspiel des SSV Jahn bei 1860 München, das am morgigen Dienstag um 18 Uhr angepfiffen werden wird. Ich möchte eingangs gerne den Hinweis noch geben, wir gehen jetzt gleich um 14 Uhr die Gästetickets zurück nach München. Es ist dort aber auch noch die Möglichkeit, sich an der Abendkasse damit einzudecken. Und dann der zweite Hinweis, damit einhergehend, unsere Fanszene hat sich eine Aktion dafür ausgedacht, für dieses Spiel. Alle in Rot ist das Motto, das heißt, rotes Oberteil aus dem Schrank holen und dann das Überstreifen und dort hinfahren, um einfach die Geschlossenheit zwischen Verein, Mannschaft und auch Fanszene zu demonstrieren, dann auch optisch. Ja, Heiko. Armin Wolf hat es schon umgesetzt, haben wir nicht im Kamerabild, aber das wird bis morgen auch nicht mehr ausgezogen, gehe ich von aus. Oder zweites Rotes. Alles klar. Gut, dann haben wir nochmal Glück gehabt. Und Heiko, kümmern uns ums Personal ab jetzt. Wer kann dabei sein? Was hat sich geändert seit Freitag? Ja, außer kleinere Einschläge, die nach dem Spiel und in den letzten zwei Tagen verarztet wurden, haben wir eigentlich keine größere Blessur davongetragen. Jan-George war jetzt 3 Tage im normalen Lauftraining, hat gestern teilweise Koordination mitgemacht. Und auch heute bin ich wieder sehr optimistisch, dass er gleich später das Abschlusstraining in der Allianz Arena mitmachen kann und uns dann für morgen zur Verfügung stehen kann. Den gleichen Optimismus habe ich zwar letzten Donnerstag auch gehabt. Es hat dann eben nicht hingehauen, weil er dann im Abschlusstraining am Ende noch eine Verhärtung hatte. Und da wollte ich einfach kein Risiko eingehen, sondern halt gucken, dass man vielleicht fürs zweite Spiel haben. Aber es war ja fürs erste Spiel überhaupt kein Problem. Ich denke mal, Uwe Hesse hat eine sehr gute Leistung gebracht auf der Position. Und auch hier hat sich dann mal wieder bewahrheitet, was ich jetzt schon öfters gesagt habe. Die Martin-Krehn-Mentalität, ne, früherer Mitspieler, mir bei Borussia Dortmund, der mit Champions League-Sieger geworden ist in der Anfangsformation, der für Julio Cesar dann gespielt hat, übrigens auch schon die Spiele in Manchester und das Heimspiel gegen Manchester United und dementsprechend gestern vor 20 Jahren Champions League-Sieger geworden ist. Und diese Mentalität zeichnet uns ja auch schon die ganze Saison aus. Heute redet ja keiner mehr über die schweren Verletzungen, die wir zu Saisonbeginn gerade in der Innenverteidigerposition hatten. Die Spieler haben das immer super kompensiert, die hier reingekommen sind, waren direkt immer voll da. Aber jetzt haben wir vielleicht dann wieder einen mehr an Bord, wird sich aber heute mit Jan dann entscheiden beim Abschlusstraining. Gut, danke bis hierhin, Heiko. Dann machen wir doch direkt mit den Fragen weiter. Armin Wolf, ganz in Rot. Sollte es bei Jan-George doch nicht gehen, würde Uwe Hesse wieder von Anfang an dabei sein? Ja, das schauen wir mal heute im Abschlusstraining. André Luge ist ja dann auch noch reingekommen und hat nochmal für Druck gesorgt auf der rechten Seite. Wir haben nur da noch Möglichkeiten. Planst du weitere Umstellungen oder belässt du alles beim in Anführungszeichen Alten? Im Großen und Ganzen kann man davon aus, kann man sich an der letzten Aufstellung orientieren. Wie ist der Ablaufplan? Also heute reist ihr nach München. Was ist weiter geplant bis morgen zum Spiel? Ja, wir reisen heute nach München, können ähnlich wie das im UEFA-Pokal oder Champions League der Fall ist in der Allianz Arena trainieren. Ich denke mal, das ist eine gute Sache. So haben wir alles einmal gesehen. Die Kabinen waren auf dem Platz. Ich habe letzte Woche mal spaßig angedacht, ob wir eine Stadionführung machen für den einen oder anderen Spieler und danach noch einen Fanshop gehen. Habe den Nico Schneck, meinen Co-Trainer, dann mit einer Liste rumgehen lassen, wer Stadionführung, wer Fanshop machen möchte. Einfach, dass man das mal gesehen hat, damit die Spieler nicht beeindruckt sind und dann, wenn es das erste Mal dann am Dienstag in der Allianz Arena ist, für mich ja persönlich auch was Besonderes, war da auch noch nie unten drin gestanden, dass keine Fotos gemacht werden oder man dann so beeindruckt ist und sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und deshalb ist es natürlich ideal, dass man da heute Abend schon mal einen Eindruck bekommt und schon mal auf dem Rasen gestanden ist. Deshalb haben wir die Stadionführung dann abgesagt. Das hat aber auch sich keiner eingetragen. Wie wird die taktische Marschroute sein? Ja, es ist ja so, dass wir Stand jetzt, dass wir auf jeden Fall Tor schießen müssen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass 1860 München sich hinten reinstellt, vor eigenem Publikum. Ihre Spielanlage ist ja auch eigentlich sehr offensiv immer.
Wir wollen ja auch nach vorne spielen. Wir müssen aber auch nicht direkt nach 5 Minuten ein Tor schießen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir uns auch in eine Chance herausspielen, dass wir irgendwann ein Tor machen. Wir müssen natürlich gucken. Die Möglichkeit, dass wir keins kriegen. Aber letztendlich tut es dann auch nichts zur Sache, selbst wenn du eins bekommst. Also wir müssen auf jeden Fall eins machen im Laufe des Spiels. Aber wir sind alle sehr optimistisch, weil wir haben in der abgelaufenen Saison 9-mal auswärts gewonnen, was ich schon vor 3 Tagen gesagt habe. Da waren einige Highlights dabei in Osnabrück, in Chemnitz, in Magdeburg, auch vor 20.000 Zuschauer. Da war auch eine riesen Drucksituation. Und damit werden die Spieler auch umgehen können. Und wir werden natürlich von unserem Stil nicht abrücken, wenn wir versuchen, nach vorne Fußball zu spielen. Wir werden versuchen, aggressiv mit wenig Fouls zu verteidigen, Standardsituationen vermeiden. Da wird sich nichts ändern, auch jetzt, wenn ich die Statistiken gesehen habe nach dem Spiel. Ich glaube, wir haben 61% der Zweikämpfe gewonnen und in den Foul-Statistiken waren wir auch 11-28, also wenig Fouls gespielt, viele Standardsituationen vermieden. Das war so der Weg und den wollen wir wieder genauso bestreiten. Danke, Armin. Dann machen wir weiter mit Thomas Muggenthaler. Wie erwarten Sie die Münchner Löwen? Sie haben das letzte Mal mit dem 4-3-3 gerechnet. Denken Sie, dass die jetzt umstellen, weil ihnen ja eigentlich auch ein 0-0 genügt? Oder wie sehen Sie die Löwen taktisch und auch, wie sie sich so präsentiert haben? Es gab ja einige Situationen, die ein paar Fragezeichen aufwerfen, ob es in der Mannschaft stimmt oder nicht. Also ich muss Sie erstmal korrigieren. Ich habe Sie nicht im 4-3-3 erwartet. Sie haben im 3-4-3 gespielt. Und so haben sie dann letztendlich auch gespielt. Und ich gehe davon aus, dass sie so wieder spielen, weil sie meistens so gespielt haben. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich erwarte nicht eine Mannschaft, die sich hineinstellt, sondern von der Natur, von ihren Spielern her. Sie haben ja unheimlich viel Qualität. Werden sie auf jeden Fall auch nach vorne spielen, sich nicht hinten reinstellen gegen einen Drittligist. Und dementsprechend bin ich auch sicher, dass sich für uns Räume dann dementsprechend ergeben. Ist der verschossene Elfmeter für den Jan vielleicht psychologisch ein Nachteil, weil die Stimmung ja doch etwas gedämpft war, nach diesem sehr überzeugenden Spiel dann nicht gewonnen zu haben? Müssen Sie die Mannschaft da besonders nochmal motivieren? Also erstmal möchte ich eine Lanze brechen für Andi Geibel. Ich denke, der, seit ich jetzt hier bin, seit 1,5 Jahren eigentlich von Spiel zu Spiel immer alles gibt, wirklich alles, der Diener schlechthin ist für die Mannschaft, alles raushaut, was in ihm steckt. Und die beiden entscheidenden Elfmeter bisher, letztes Jahr gegen Wolfsburg und letzte Woche in Münster, die hat er gemacht, sonst wären wir gar nicht bei dem Spiel hier. Also beide waren da ganz wichtig, deshalb fällt es jetzt nicht so schwer, diesen Fehlschuss zu verkraften. Also das war jetzt nicht so schlimm, das kompensieren dann die anderen wieder, das kompensieren wir wieder als Mannschaft. Ich sehe es als psychologisch überhaupt nicht als Nachteil, sondern jetzt sind wir wieder in der Jägerstellung und wir waren immer besser, wenn wir Jäger waren. Wenn es lang 0-0 steht, werden Sie dann wahrscheinlich die Offensive irgendwann verstärken wollen müssen. Ja, das haben wir ja oft in der Saison gehabt, dass wir umgestellt haben, dass wir dann nochmal ein bisschen mehr Risiko gegangen sind. Das war ja auch in Münster der Fall. Die Mannschaft kennt dann die Taktik, das System, was wir dann spielen. Wir versuchen es dann ein bisschen anders zu machen. Ich möchte jetzt nicht ins Detail und alles verraten. Aber wir werden erstmal ganz normal anfangen, so wie wir immer spielen. Ich weiß nicht, ob Sie sich zum Gegner äußern, aber was hatten Sie für einen Eindruck, wie sich der Gegner präsentiert? Es gab ja ein paar Situationen, ein Spieler kriegt gelb-rot, geht nicht zur Bank. Auswechslung in der 40. Minute war ja durchaus auch interessant, der Ablauf. Welchen Eindruck hatten Sie von der Mannschaft? Ja, ich fokussiere mich eigentlich nur auf meine Mannschaft und konzentriere mich, was wir machen und nehme das eigentlich nur peripher wahr. Da ist eigentlich keine Zeit, jetzt sich damit zu beschäftigen und ich möchte es auch nicht bewerten. Ich möchte schauen, wie ich unsere Mannschaft, unsere Spieler bestmöglichst vorbereite. Also Schmeier, einmal durchgeben.
oder hintertragen. Ja, Herr Lich, Sie haben gesagt, heute Abend lernen Sie das Stadion kennen mit den Spielern, aber da sind keine 60.000 Leute da. Wie stellen Sie die Mannschaft auf diese Kulisse ein? Ich war vor 2 Jahren dort gegen Kiel, das war der Wahnsinn. Das ist ja ein bisschen Kulturschock, denke ich auch, für die Mannschaft. Ja, also erstmal wächst man an seinen Aufgaben. Ich glaube, für viele Spieler war es auch das erste Mal, dass sie in Magdeburg vor 20.000 gespielt haben, mit Zuschauern, die brutal laut waren und ihre eigene Mannschaft, ihre Heimmannschaft angefeuert haben ohne Ende. Jetzt wird es ein paar mehr sein, aber wie ich schon vorher gesagt habe, man wächst an seinen Aufgaben und ich glaube, dass es immer mal wichtig ist, wenn man vorher das Gefühl hat, wenn man mal auf dem Platz gestanden ist, wenn man da rumgeht und weiß und sich vorstellt, ah, morgen sind da so und so viele Zuschauer, dann kann man sich schon mal vorbereiten darauf. Natürlich ist die Situation dann, wenn die Zuschauer da sind, eine ganz andere, aber es hat sicherlich Vorteile, dass man schon mal die Kabine gesehen hat, dass man schon da runtergegangen ist, dass man schon mal auf dem Platz da rumgegangen ist. Das ist sicherlich hilfreich, aber ich gehe davon aus, also ich bin davon überzeugt, dass unsere Spieler auch das schaffen werden, diese Hürde nehmen. Man wächst an seine Aufgaben und diese Kulisse werden sie auch meistern. Wir haben gerade über die Elfmeter gesprochen. Würde der Andi Geipel morgen wieder schießen, wenn es einen gäbe? Auf jeden Fall. Also so viel Selbstvertrauen hat er auf jeden Fall, das macht er wieder, Rede wieder zum Punkt. Ja klar, er hat die beiden wichtigsten Elfmeter in den vergangenen anderthalb Jahren reingemacht. Warum sollen wir jetzt alles in Frage stellen? Noch eine Frage jetzt an Sie, die letzten Tage, kommt man da ein bisschen runter jetzt auch am Wochenende oder ist es jetzt in diesen Tagen purer Stress auch für Sie? Kann man sich da ein bisschen erholen? Wie schaut das bei Ihnen aus? Was sind Sie da für ein Typ? Ja, also letztendlich waren ja die letzten Wochen immer eigentlich schon sehr stressig. Ne? Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Es war jetzt, oder die ganze Saison, es waren ja öfters mal so Spiele wie in Lotte, fing das ja an, letztes Jahr schon mal 2-0 führt und dann noch in der Nachspielzeit das Spiel herschenkt und 3-2 verliert. Oder in Fortuna Köln, wo wir 2-0 geführt haben und dann sich Markus Ziers, der gerade eingewechselt wurde, 3 Minuten vor Schluss verletzt hat und wir dann in der, ich weiß gar nicht mehr genau, 99. und 114. Minute aufgrund der Pause, Spielpause, dann noch 2 Ecken, das Spiel nochmal hergeben oder hier beim Heimspiel gegen Chemnitz, wo wir 2-0 führen, innerhalb von 2 Minuten dann das Spiel aus der Hand geben und in der Nachspielzeit dann durch Marc Leist das entscheidende Tor noch machen. Und Münster war ja auch schon für mich eine Übung, mit Stress umzugehen, wo ich dann plötzlich erfahren habe, dass Magdeburg führt. Und die Mannschaft dementsprechend auch mit dem Stress umgegangen ist. Man gewöhnt sich daran, die letzten Tage. Natürlich war das aufregend alles, aber ich kenne es ja als Spieler auch noch. Man muss die Anspannung dann bekommen vor dem Spiel. Das läuft meistens automatisch vor so Spiele. Und danach muss man halt wirklich auch wieder schauen, dass man runterkommt. Aber ich gebe sicherlich zu, dass mein Cortisolspiegel sicherlich in den letzten Wochen sehr hoch war und sicher nicht unbedingt gesund war. Noch eine Frage hätte ich zu Sven Kopp, der war überrascht im Kader, ist wieder fit geworden. Ist er morgen auch wieder dabei im Kader? Ja, es ist natürlich gut, wenn wir wieder so viele Spieler wie möglich an Bord haben. Und Sven Kopp hat ja dieses Jahr auch schon seine Leistung gebracht, ob als Innenverteidiger gegen Hertha und die Wochen danach oder jetzt als Außenverteidiger gegen Lotte. Deshalb ist es wichtig, dass er wieder mit an Bord ist. Hat letzte Woche einmal in der U21 mit ausgeholfen. Und ich werde es nach letzten Trainingseindrücken abhängig davon machen, ob ich ihn morgen mit in den Kader nehme. Dann sind wir, denke ich, am Ende. Keine Fragen mehr, dann herzlichen Dank fürs Kommen heute bei der Pressekonferenz und dann ja, bis morgen in München.